Also, ist es nimmer? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar kommen wir zu den Highlights vom Rennen in der ERL-Liga von Montagabend. Und zwar Leute, die ERL ging ja jetzt in eine neue Saison, Saison 4, neue Saisonrennen, Liga 1, Rennreihen in dieser Saison, war in Monza, wir haben es natürlich auch mitgefahren. Wir sind ja jetzt im Team Haas, nachdem wir ja jetzt in zwei Saisonrennen mit eingeschaltet haben, in Williams saßen, da haben wir auch einmal das Rennen gewonnen in Abu Dhabi und glaube einmal sechster Platz in Brasilien war es, glaube ich. Und heute ging es, rüber nach Monza, die neue Saison. Cedric ist unser Teamkollege. Auf jeden Fall könnt ihr ja auf jeden Fall die nächsten Rennen auf jeden Fall gerne vorbeischalten. Soweit ich weiß, könnte es sein, dass es wieder montags, nächste Woche Montag wieder ist, das nächste Rennen. Das wäre in Sakhir in Bahrain. Und ja, auf jeden Fall nochmal zum Rennen heute in Monza, in Italien Saisonstart. Und was wir ausgewertet haben, werdet ihr jetzt sehen. Auf jeden Fall, Leute, wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr kein einziges mehr verpassen wollt, abonniert ziemlich gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, da verpasst ihr kein einziges Video mehr. Und dann würde ich mal sagen, rede ich nicht mehr so lange rum. Video ab. Und deswegen fahre ich jetzt aus Prinzip jetzt los. Jetzt geht's auf die Endlap. Genau. So, starren ich C gerade. So, ich fahre jetzt auch mal raus. Moin, Sadie. Auch mal da. Ja, selbstverständlich. Meine Güte, wo sind denn schon wieder meine Kopfhörer? Ich fresse den Besen hier gleich. Während ich auf dem Inlet bin, Alter, bist du noch nicht mal ready. Ja, nö, ich bin noch nicht ready. So, alles ist Mann. Oh! Digga, ich bin fast abgeflogen. Alles easy, nutzt nicht, ey. Nee, die Runde ist bei weitem nicht gut. Die ist bei weitem nicht gut. Ah, Pete hat schon aufgegeben. Pete ist ausgeschieden. Danik kann schon mal nicht letzter werden. Ach, hier ist stumm. Er steht mitten auf der Strecke. Digga, ich hätte nicht aufgepasst, ich wäre auch mit rausgeflogen. Was? Wäre ich jetzt nicht aufgepasst, wäre ich auch mit rausgeflogen, weil er stand mitten auf der Strecke. Oh, sogar eigentlich auf der Ideallinie, wenn ich mich nicht sogar irre. Die Runde war weitem nicht so gut. Daniel, ich bin auf Daniel P2? Ist am Grind mit tiefe... Daniel ist tief beim Grind mit tiefem Ozean. Ja, da habe ich auch dieses, diesen einen Körper genommen, wo ich kurz in der Luft war. Mhm. Jetzt wieder warten. Ich weiß nicht, ob es jetzt lohnt. Eigentlich, ich würde sagen, ich bin eigentlich zufrieden, aber ich weiß nicht, wenn die anderen drei noch frei sind, bin ich neunter. Gibt es eigentlich Qualifying-System, also 1, 2, 3? Nein, einmal 18 Minuten kurz. Okay. Kann der Typ mal da vorne ein bisschen Gas geben? Ich bin schneller als du. Genau das gefällt mir nicht. Ja, guck mal, hier in der einen Kurve habe ich jetzt für eine Sekunde gut gemacht, Digga. Wo ich fast abgeflogen bin. Hühner, gib mal Gas! Ja, genau, der hat mich ja auch vorhin abgebremst. Warum ein guter Start, Digga? Was soll denn das? Ich sag euch, ich mach Swaps und hol mir Edwin van der Sar aus 5 Tokens, Alter. So nehmen wir's das. Dann mach ich mal Eigenbälle, ist gut. Oh, ich glaube, ich muss doch mit Softs nochmal rausfahren, das soll da nicht für Top 10 reichen, oder? Hm. Wird doch nicht so, wie ich gewollt war. Das reicht nur für Platz 7? Vieles vorbei sein. Viel Erfolg, Jungs, ne? Auf dem Fersrennen.
Auf geht's. Bin gut weggekommen. Ich, jawohl. Cedric. Muss ich machen. Sorry, muss ich machen. Platz 7, sehr schön. Ich war ganz kurz im Sandwich, also. Ach, Piet, Junge. Was ist denn mit dem Mercedes da gerade passiert? Na, hier fällt gerade jeder, wie er will. Ja, gefühlt schon. Ach, Hühner wurde sogar disqualifiziert. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin rechts. Bleib außen. Alles gut. Ich bin außen geblieben, so ist es nicht. Ja, alles gut. Was auf Peters rechts, Daniel? Als Cedric, meine ich? Was gibt euch doch nicht gut? Verbrennst. Alter, bin ich gerade erschrocken! Scheiße! Wo kommt der denn auf einmal her? Zum Glück habe ich es doch geschafft, noch wegzukommen, ey! Na wunderbar, vierte Safety Cast genau zu Ende, wenn ich genau in der Kurve bin, ne? Ja, ja. Natürlich! Der ist, ja, kommt sich vorbei. Oh Gott, fast das Auto verloren. Gegen Platz, auf Platz 3. Andi. Okay, bin auf der 7. Ja, ich sag mal so, mein Start, also vom Start her weg bin ich gut gekommen, aber nach der Kurve 1, war der Start nicht mehr in Ordnung. Bei mir. Das wirft gerade viele Pläne bei mir weg. Dass ich wirklich noch wahrscheinlich umbearbeiten muss. Ich wahrscheinlich nach Reifenverschleiß macht auch noch nicht mehr so, wie ich das gerade vorgestellt. Ah, das geht doch niemals gut bis zum Ende. Oh, so ein bisschen vor mir. Digga, die Reifen sind so im Arsch gerade, ne? Ne, ich zieh die Boxen vor. Digga, das halte ich durch, das funktioniert nicht mehr, Digga. Let's go, Basti, rasier die, bis gleich, Bro. Jo, bis gleich, Lars. Z3? Kann sein. Achso, nee, warte. Ich darf dir ja keine Tipps geben. Super Team, Kollege.
könnte halt ein bisschen eng werden dann hinten raus, was Belastung angeht, also Verbrauch. Ja, aber sollte reichen, ne? Reiche schon, ja. Okay. Bedarf geht auf harte Reifen. Ich komme vor Cedric raus, das ist wichtig. Wo seid ihr denn? Auf der 9 und Cedric ist auf der 10. Stark Cedric übrigens. Let's go. Ding! Man darf einfach vorbei. Aber er sticht direkt rein. Digga, Bruder! Ich würde sagen, darf. Können, ist ein leicht aggressiver Fahrer, wenn man festhält. Hab ich Schaden? Nee. Ja, jetzt macht er den auch. Ich muss schon sagen, Digga, er muss doch mal irgendwann rein. Oh Gott, fast gedreht. Muss ja selber an. Viel Erfolg und bis später. Jo, danke Elias und bis später. Ja, ich habe auch noch welche. Okay. Was für ein Boxenstopp-Fenster? Digga, laber mich nicht voll! Ja, du sollst in die Box gehen! Digga, ich bleib draußen! Digga, laber mit, da labert er mich voll, obwohl... Weißt du, selbst dein Chef sagt, dass du in die Box gehen sollst? Obwohl, warte mal... Nee, ich weiß nicht, ich will aber irgendwie schon auf P5 noch angreifen. Das wird schwierig mit Softs, mit Abstand, dann hat er 25, das wird nichts, glaube ich. Aber ich glaube, das wird auch so nichts, weil ich langsamer bin als er. Aber ich kann versuchen, um auf die schnellste Rennrunde zu gehen. Wie ist denn gerade? Keine Ahnung. Kannst du nicht anfangen? Nee. Würde genau vor dir, also nach dahinter die rauskommen? Jawohl. Safety Car? Nein, virtuell. Ja gut. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Oh, ist sogar gar nicht so schlecht mit dem Wahrscheinlich Safety Car. Kann ich ein bisschen aufladen. Oh, ihr beide geht einfach in die Box. Tomingo geht auch in die Box, ich dreh durch. Digga, wie random ist das denn? Er zieht sich auch Softs an. Och nö. Ey, verarschen. Jungs, schneller Stop. 2,6 ist okay. So, jetzt kommt wie erwartet Daniel mir vorbei. Schnellste Rennrunde, let's go! Oh, jetzt willst du mich verarschen? Ne. Der Mediums. Aus irgendeinem Grund wird man langsamer. Oh, Mann! Ich geh rechts, ja? Ja. Na wohl, hier wird's noch nix. Super, na toll. Recht. Ich hab DRS, ja stimmt. Geht ja nicht automatisch. Du hast Frontschaden. Das ist auch. Da unten links dieses eine Teil fehlt bei dir. Das ist. Ich warte.
auf die letzte Runde. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt muss ich echt aufpassen. Die letzte Runde des Rennens. 2,5 Sekunden Vorsprung. Aaron gewinnt. Ist er nicht sogar neu? Nein. Aaron ist nicht neu. Der war sogar schon bei der Liga dabei, wo ich noch vor Jahren noch da schon dabei war. Okay. Linden schreibt Push für Daune. So, jetzt Alfa Romeo gegen Red Bull. Oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist schon Runde. Weil er hat sich gedreht. Aber trotzdem 3 Sekunden. Trotzdem immer noch nicht sicher. Ja. Schnell so eine Rundenzeit kann ich vergessen. Ah, belastend. Wenigstens im ersten Rennen die schnellste Runde gefahren. Wenigstens ein Happy End. Es wäre mehr drin gewesen. Die Pace war sich mal da. Ich staune. Hätte ich nicht gedacht. Die Pace war da, der Start war gut. Wäre der Dreher nicht gewesen, ich glaube, dann wäre ich sogar früher an Daniel vorbei geworden. P6 hat mehr Pace P6. Als Daniel. Also zumindest das kam es mir so vor. P6 ist in Ordnung. Kann ich nicht meckern. Und Daniel hat P7 geschafft. Aber eigene Fehler wurden dann bestraft. Let's go. Alle drei in den Punkten. Aber so Punkt sehen wir uns doch gerne. Sind GG, war's. Danke Linden. Danke auch für den Support im Rennen. Ne? Kurs geht raus. Und Piet ist Fahrer des Tages geworden, okay? Ja, ich glaube, wir sind Dritter geworden. Und ist im Weg von ganz hinten gestartet. Ich glaube auch. Von 9. Neunter gestartet, 9. geblieben. Ne, ich bin 10. gestartet, oder? Ja, ja, ist auf von der 3. Ich glaube, du bist von der 10. Ja, von der 10 bist du gestartet. Ich bin von der 7 und habe einen Platz zugemacht. Ja.